Ausbreitung des Coronavirus zeigt, wie anfällig unsere Gesellschaft, aber auch die wirtschaftliche Entwicklung und die Märkte sind. Wir hatten einen sehr guten Start in das Börsenjahr 2020 und wir haben gesehen, dass die Konjunkturindikatoren in vielen Ländern und in vielen Branchen sich stabilisiert haben. Sogar in manchen Regionen haben wir leichte Zuwächse zu verzeichnen. Dennoch, die Ausbreitung des Virus, von dem wir immer noch nicht genau wissen, wie stark und wie gefährlich er ist, wir wissen, dass schon viele Menschen ihr Leben gelassen haben und viele infiziert sind. Diese Ausbreitung zeigt, dass wir nicht gewappnet sind für externe Schocks. Es bleibt abzuwarten, wie stark nicht nur die chinesische Wirtschaft, sondern die Weltwirtschaft unter diesem Virus leiden wird. Und die Vergleiche mit SARS deuten darauf hin, dass wir zumindest kurzfristig einen Rückgang der Wirtschaftsleistung in China haben werden. Wahrscheinlich dieses Mal größer, weil der Anteil des privaten Konsums, hier haben wir den größten Einfluss des Virus, noch stärker ist, als dies 2003 der Fall war. Darüber hinaus gibt es noch andere Risiken, die wir zumindest zeitweise an die Seite gelegt haben. In seiner Rede in Davos hat US-Präsident Trump klargemacht, dass der Handelskonflikt mit Europa noch nicht zum Ende gekommen ist. Und auch wenn zum 31.01. Großbritannien ohne großen Aufhebens die Europäische Union verlassen wird, ist es weiterhin unklar, wie die zukünftigen Beziehungen sein werden. Daher, wir sind weiterhin in einer fragilen Situation der Weltwirtschaft. Es spricht vieles dafür, dass wir die Bodenbildung finden und von daher halten wir auch unsere Prognosen bei. Und es scheint, dass die Notenbanker entgegen unserer bisherigen Ansicht nicht nochmal an der Zinsschraube nach unten drehen werden, zumindest nicht in den USA und im Euroraum. Aber wir sehen, dass wir weiterhin anfällig sind. Sollte der Virus sich weiter breit machen, sollten andere Risiken schlagend werden, werden wir sicherlich Gegenschläge der Zentralbanker auch bekommen, die versuchen werden, zumindest auf der wirtschaftlichen Ebene und auf der Marktebene die Situation zu stabilisieren. Darf es noch was sein? Ich nehme Ingwertee, um mein Immunsystem zu stärken.